Ignition Tower, good morning. Lufthansa 409er, establish dialysis 25. Lufthansa 409er, this is Tower. Continue your approach. Copy the wind and continue approach. Next call out. Correct. Mention 409er, passing out the marker. Lufthansa 409, wind 260.08 knots. Clear to land. Turm, Victor 1 kommen. Victor 1, 4 Turm. Fahren Sie nach 43. Stellen Sie dort sicher, dass aus der DC-10 die beiden Särge erst ausgeladen werden, wenn die Passagiere die Maschine verlassen haben. Kommen. Wortturm von Victor 1 ist verstanden, wird erledigt. Did you? Yes. In Mexico? In Mexico. Oh. Oh, it's fine. Passagier Wendisch aus Miami wird gebeten, sich am Informationsschalter zu melden. Herr Jochen Wendisch aus Miami, bitte zum Informationsschalter. Entschuldigung, wie komme ich zum Informationsschalter? Müssen Sie hier raus und rechts. Die Tür sind dort draußen mehrere. Also, ganz durch und da draußen finden Sie Betten. Was kann ich für Sie tun? Sie haben mich ausgerufen. Mein Name ist Jochen Wendisch. Ich bin gerade aus Florida gelandet. Ah ja, ich habe eine Nachricht für Sie. Wendisch, Wendisch, bitte. Danke. Entschuldigung, ich... Ja, bitte. Danke. Doch, doch, ich verstehe Sie schon, aber wir sind da nicht so ganz richtig. Ja, ich meine unsere Abteilung natürlich. Nein, nein, niemand will Sie leichtfertig irgendwelchen Gefahren aussetzen, aber... Hallo? Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Wen willst du nicht irgendwelchen Gefahren aussetzen? Eine hübsche junge Frau? Dann wäre ich doch schon weg. Oh, vielen Dank. Nein, nein, ein Herr Wendisch, gerade aus Miami in München gelandet. Er wird seit 8 Tagen von Morddrohungen verfolgt. Zuerst drüben in Florida. Florida? Darf ich den Fall übernehmen? Jetzt leider in München. Ach so, dann übernimm du ihn. Wer bedroht ihn denn und warum? Das wollte er am Telefon nicht sagen. Er hat nur Andeutungen gemacht.
Er will die ganze Wahrheit hier bei uns auspacken, vorausgesetzt, dass wir ihm Leben und Gesundheit garantieren. Leben und Gesundheit garantieren? Mensch, wir sind doch nur die Kripo. Kandrei Heimann. Ach ja, Herr Wendisch, wir waren unterbrochen. Unterbrochen ist gut. Auf mich ist geschossen worden. Ja. Ja, während wir telefonierten. Wo? Moment. In der Sedanstraße. Bitte bleiben Sie in der Nähe der Zelle. Ich schicke sofort einen Streifenwagen. Und ein Kollege von mir kommt Sie holen. Was hat man auf den geschossen? K3 Heimann? Hier? Irre. Ja, auf mich ist geschossen worden. Ich habe gerade telefoniert. Also ich habe mit der Polizei telefoniert und auf einmal wurde auf mich geschossen. Herr Wendisch? Ja? Mein Name ist Brenner, Kriminalpolizei. Sagen Sie, war jemand in der Nähe, als der Schuss fiel? Nein. Ich habe das selber kaum mitgekriegt. Aber können wir das nicht woanders besprechen? Ich will endlich hier weg. Aber selbstverständlich, Herr Wendisch. Bitte steigen Sie ein. Die Kollegen von dem Erkennungsdienst sind schon unterwegs. Ja, ach, Moment, mein Gepäck. Also, Sie sind 2 Monate in Texas gewesen, dann sind Sie über New Orleans nach Florida getrampt. Und dann haben Sie vor 10 Tagen an einer Tankstelle in der Cap Kennedy... Vor 14 Tagen, Entschuldigung, könnte ich mal ein Glas Wasser haben? Gut, vor 14 Tagen haben Sie an der Tankstelle das Ehepaar Steinburger kennengelernt. Ja, und da wir alle drei aus München waren, haben wir uns rasch angefreundet. Sie nahmen mich mit nach Key West. Danke. Ich glaube, die Frau wollte dort Freunde besuchen. Ja, und kurz vor der 7-Meilen-Brücke ist dann passiert beim Regensturm. Was genau ist da passiert? Dr. Steinburger saß am Steuer, neben ihm seine junge Frau. Ich saß auf dem Rücksitz. Er sagte noch, jetzt muss sie gleich kommen, die 7-Meilen-Brücke. Da knallt ihm plötzlich ein Vorderreifen weg. Und das Ehepaar war tot? Ja, die junge Frau war sofort tot. Und etwa 3 Stunden später starb dann Herr Steinburger. Ich konnte nichts tun. Ich bin mit letzter Kraft hochgekommen zur Straße. Da hat mich gegen 4 Uhr morgens einer gefunden, ein Milchfahrer. Ich sehe ihn noch auf mich zukommen, im Scheinwerferlicht. Dann bin ich weggesackt. Immer wieder. Erst am 3. Tag nach dem Unfall bin ich wieder voll da gewesen. Ja, und dann fing das an. Was fing dann an? Erpressung, Morddrohung. Wer hat sie erpresst? Keine Ahnung, das ging mit Zetteln oder per Telefon. Ich habe nie jemanden zu sehen gekriegt. Was wollten die von Ihnen? Es ging darum, wer von den beiden Steinburgers zuerst tot war. Der Mann oder die Frau. Und? Ich hab's Ihnen ja schon gesagt. Die Frau war sofort tot und etwa 3 Stunden später starb dann Herr Steinburger. Ja, und? Und die wollten es andersherum haben. Die wollten, dass ich bei der Polizei aussage, dass Herr Steinburger sofort gestorben ist und seine Frau erst 3 Stunden später. Merkwürdig. Ja, Moment. Woher wussten die, die sie bedroht haben, woher wussten die, dass Frau Steinburger tot war und der Herr Steinburger erst 3 Stunden später starb? War doch niemand dabei, außer Ihnen. Nein. Naja, ich meine, wenn jemand von Ihnen verlangt, dass Sie anders aussagen sollen, als es war, dann muss er doch wissen, wie es wirklich gewesen ist. Natürlich, aber ich habe den Mann, der mich auf der Straße fand. Ach, der Milchfahrer. Ja, der, dem habe ich schon. Sicherlich etwas durcheinander, aber von dem Unfall erzählt, das habe ich dem schon. Und wem der das dann weitererzählt hat, das lässt sich von hier aus natürlich schwer nachprüfen. Das ist mir ganz egal. Jedenfalls bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich wollte nur weg. Ich wollte auf keinen Fall in was weiß ich für Sachen gezogen werden. Ja, und da habe ich ihm gesagt, was die wollten. Haben Sie bei der Polizei in Florida falsche Angaben gemacht? Ja, und das will ich hier wieder richtigstellen. Eine eidesstattliche Erklärung abgeben, oder wie Sie das nennen. Mein Kollege sagte mir, dass Sie nach Ihrer Landung am Flugplatz hier wiederum bedroht worden sind. Ja, ich wurde zur Information gebeten. Das hier. Das hat man mir hinterlegt.
Steinburger. Charlotte Steinburger. Lupo. Ich bin die Schwester von Dr. Steinburger. Tut mir leid, dass wir erst aufgrund eines so traurigen Anlasses Bekanntschaft miteinander machen. Bitte, kommen Sie rein. Ihre Tochter war noch sehr jung, nicht wahr? Ja, mein Neffe hat mich gebeten, für einige Zeit herzukommen, bis alle Dinge geregelt sind. Ja. Es ist gut 4, 5 Jahre her, seit ich das letzte Mal da war. Sie wohnen hier? Ja, ich bin vor 2 Jahren zu meinem Schwiegersohn gezogen. Und zu meiner Tochter. Na, er hat das mal erwähnt. Mein Neffe ist nicht da? Nein, er ist in die Stadt. Es sieht leider nicht gut aus, Peter. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Ah ja, hier ist der Schlussbericht meines Anwaltskollegen in Miami. Leider studiere ich nicht Jura, sondern nur Theologie. Was bedeutet das alles? Eine Art Enterbung, sowohl für dich als auch für deine Schwester. Wann kommt sie denn? Ich habe telegrafiert schon vor 6 Tagen nach Sri Lanka, Colombo, oder ins Hauptpostlager oder so. Dein Vater bestimmt in seinem letzten Testament seine Frau Paola zur Alleinerbin. Für deine Schwester und für dich ausdrücklich nur die Pflichtteile mit zusätzlichen Einschränkungen. Da Paola ihn überlebt hat, wenn auch nur für wenige Stunden, hat sie ihn auch beerbt. Und nach ihrem Tode sind die Lupos dran. Da haben wir halt Pech gehabt. Roberto! Carlo, vielen Dank. Komm her. Komm, gib mir die Sachen, ich helfe dir. Das ist mein Sohn Roberto. Er hat seine Schwester so sehr geliebt. Er zieht jetzt zu mir, damit seine Mama nicht so allein ist. Ja, es will mir einfach nicht in den Kopf, dass sein einziger Sohn ohne jede Gegenwehr zulassen will, dass diese fremde Familie den Löwenanteil schluckt. Gegenwehr. Wieder. Zunächst müssen wir auf dem Amtsweg die Pflichtteile fordern. Und dann, da ist doch dieser junge Mann, dieser Tramp, der den Unfall überlebt hat. Seine Aussage von der Polizei in Florida ist der Stützpfeiler, auf dem alles ruht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Der Mann stand unter einem schweren Schock. Er wurde bei dem Unfall selbst schwer verletzt. Er könnte sich doch geirrt haben. Und da könnten wir einhaken. Und wie? Der Mann heißt Wendisch, Jochen Wendisch. Er kommt heute oder morgen zurück. Er ist schon da. Da weißt du mehr als ich. Ja, dieser Mensch vom Bestattungsinstitut war gestern noch mal bei mir und hat mir gesagt, dass heute die beiden Särge ankommen. Und mit derselben Maschine auch dieser Wendisch. So. Hier ist seine Adresse. Besuche ihn. Ich weiß nicht, ist mir irgendwie unangenehm. Alles in Ordnung? Stimmt Wort für Wort. Dann unterschreiben Sie bitte jedes Blatt einzeln. Jetzt ist mir wohler. Das freut uns für Sie, Herr Wendisch. Aber Ihre Angst, das Protokoll wird natürlich Folgen haben. Die Erpresser werden in Kürze wissen, was Sie ausgesagt haben. Noch in dieser Woche? Naja, heute ist Donnerstag. Wir können es bis Montag zurückhalten. Bringt Ihnen das was? Viel. Montag bin ich nicht mehr hier. Herr Staatsanwalt, sind Sie damit einverstanden? Ja, bitte. Ehrlich gesagt, hätten wir Sie gern noch eine Weile in greifbarer Nähe gewusst.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber können Sie mein Leben und meine Gesundheit garantieren? Herr Wendisch, wenn Sie sich einen Staubsauger kaufen oder ein Radio, da können Sie eine Garantie verlangen. Aber Leben und Gesundheit können wir Ihnen höchstens von Herzen wünschen. Also, wir werden bis Montag warten, ja? Vielen Dank. Bitte schön. Wiederschauen, Herr Schatz. Oh. Herr Gerd, was gibt's Neues? Also, die Kugel, die im Telefonbuch stecken geblieben ist, wurde höchstwahrscheinlich aus einem Colt abgefeuert. Amerikanisches Fabrikat. Über den Wagen leider nichts, was uns weiterbringen könnte. Aber jetzt zur Familie... Moment, Gerd, Moment. Herr Wendisch, könnten Sie vielleicht 5 Minuten aus dem Gang warten? Dann fährt sich mein Kollege nach Hause. Ich nehme lieber den Bus. Kann ich mich darauf verlassen, dass meine neue Aussage nicht vor Montag bekannt wird? Ich gebe Ihnen mein Wort. So, als dann. Also, Gerd. Ja, die Familie der Frau von Dr. Steinburger. Sie ist eine geborene Lupo. Ihr Vater, Sizilianer, war schon während des Krieges in München. Kurz nach dem Krieg hat er seine Jugendliebe aus Palermo nachgeholt und hier geheiratet. Sie haben 8 Kinder. Lebt er nun? Ja, der ist gestorben. Seine Hütte wohnt jetzt in Starnberg bei ihrer Tochter Paola Steinburger. Die Kinder sind alle nach Amerika. Bis auf 2. Paola und Roberto. Hm? Kein unbeschriebenes Blatt. Vorbestraft? Noch nicht, aber 2 sehr wackelige Freisprüche. Zurzeit ist er Geschäftsführer in einem Spielautomatensalon. Seine Schwester Paola war 7 Jahre lang Sprechstundenhilfe bei Dr. Steinburger, bevor sie geheiratet hat. Also ich guck mir die Familie mal an, ja? Ich fahr mal nach Starnberg. Lupo? Bei Dr. Steinburger. Wer bitte? Einen Augenblick. Ja, Charlotte Steinburger. Uta, das ist eine Freude. Ja, wo steckst du denn? Hallo. Hallo. Wollen Sie zu mir? Auch. Gestatten Sie, mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Bitte. Dr. Köster. Nee, nur Köster, kein Doktor. Ich bin die Schwester von Dr. Steinburger. Was führt Sie zu mir? Na ja, ich hatte eigentlich gehofft, den Sohn von Herrn Dr. Steinburger hier zu treffen oder seine Schwester. Zu welchem Zweck, wenn ich fragen darf? Man muss eventuell damit rechnen, dass die Beerdigung ein paar Tage verschoben wird, falls jemand den Antrag stellt, die Leichen zu obduzieren. Hm. Ja, Charlotte Steinburger. Ja, Uta, da bist du wieder. Wir waren unterbrochen. Wo steckst du? In Zürich. Ja, ach, es ist schrecklich. Wer war das? Freue mich so, deine Stimme zu hören. Ich brauche dich dringend in diesem Haus, wenn du wüsstest, was hier los ist. Ja, man will euch euer Erbe streitig machen, mit allen Mitteln. Ja, der eine Sohn ist schon eingezogen. Nein, ich bin ganz allein. Dein Bruder ist von einer solchen Gleichgültigkeit. Ach, Uta, dein Bruder. Sekunde bitte. So. Kommst wie gerufen? Warum? Deine Schwester? Wo? Am Telefon. Ist gerade in Zürich angekommen. Na, Süße. Hm? Ich weine, Uta. Wann kommst du denn an? 5:30? Gut, dann hole ich dich ab. Das heißt, warte mal, Uta, ich habe kein Auto mehr. Uta? Uta? Du hast keinen Wagen mehr? Seit wann? Seit eben. Ist verkauft. Steht zwar noch draußen auf der Straße, gehört aber nicht mehr mir. Ich muss es nachher abliefern. Verkauft? Ja, das ging nicht anders, Tante Charlotte. Mit dem monatlichen Scheck ist es ja jetzt wohl vorbei. Aber das Leben geht auch so weiter. Deshalb bin ich so enttäuscht von dir, Peter. Dein Vater hat das alles hier gebaut. Für Uta und dich. Nein, Tante Charlotte hat es für sich gebaut und vererbt hat es ausdrücklich seiner jungen Frau. Und die ist nun tot.
Und er auch. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich, dass dein Vater das so gewollt hat? Das Testament liegt bei Dr. Bertram handschriftlich. Das ist, glaube ich, unanfechtbar. Hat er dir die Adresse gegeben? Ich meine, von dem Mann, der auch schon halbtot gewesen sein soll. Ja, die Adresse habe ich. Und? Ja, ich weiß nicht, ich muss noch mal mit Uta drüber sprechen. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Kriminalpolizei. Mein Name ist Köster. Schön, Sie zu Hause. Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist schrecklich. Ja, es ist furchtbar. Sag mal, ich weiß ja überhaupt nicht, wie ist denn das überhaupt alles passiert? Wieso, hat Charlotte dir nichts erzählt? Doch, am Telefon. Sie hat irgendwas geredet über Enterbung, aber wie? Warum? Viel mehr als du weiß ich auch nicht. Ich habe mit Bertram gesprochen heute Morgen, aber... Was denkst du? Hm? Du? Ich bin eben traurig. Also die Erbschaft ist mir wirklich völlig egal. Mir doch auch. Aber die beiden geben keine Ruhe. Dr. Bertram und vor allem Charlotte. Deshalb habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht... Moment, warte mal. Was ist das? Das ist die Adresse von dem Augenzeugen, diesem Jochen Wendisch. Das ist der Mann, der uns arm machen wird und die Familie Lupo reich. Okay, Peter, lass uns hinfahren. Ist dir dein Auto doch noch? Ja. Der Händler war so gnädig. Hat mir noch eine Galgenfrist bewilligt bis morgen Mittag. Muss es denn sein? Gut, das ist unvermeidlich. Wir müssen uns beide daran gewöhnen, dass es in Zukunft mit den Finanzen etwas schwieriger wird. Steinburger. Peter Steinburger. Ich bin hier mit meiner Schwester Uta. Was wollen Sie von mir? Herr Wendisch, Sie sind der Letzte, der unseren Vater gesehen hat. Wir hätten gerne ein paar Worte mit Ihnen gesprochen. Wozu? Ich habe alles, was ich weiß, zum Protokoll gegeben. Herr Wendisch, bitte, dürften wir vielleicht ein paar Minuten hineinkommen? Bitte, Herr Wendisch. Er garantiert mir, dass Sie wirklich Steinburger heißen. Mit keiner Silbe hat Dr. Steinburger in Florida erwähnt, dass er zwei erwachsene Kinder hat. Tut mir leid, wenn Sie den Eindruck haben, ich sei ein unhöflicher Mensch. Ihr Vater, er ist sehr nett zu mir gewesen. Beide sind sehr nett zu mir gewesen. Bis zuletzt. Bis dieser schreckliche Tod. Ich habe immer noch das Geräusch im Ohr. Dieses...
Pausenlose Tropfen. Herr Wendisch, Sie haben der Polizei in Florida ein genaues Protokoll, eine Schilderung gegeben. Dazu will ich nichts mehr hören, dazu will ich nichts mehr sagen. Ich weiß ja nicht, warum Sie dazu nichts mehr sagen wollen, aber Sie müssen doch verstehen, wie unglaublich wichtig dieses Protokoll für meine Schwester und für mich ist. Thema beendet! Warten Sie einen Moment. Herr Wendisch, bitte! Eine Frage noch, Herr Wendisch. Uta, bitte. Sind Sie ganz sicher, dass mein Vater zuerst... Herr Wendisch, bitte. Mein letztes Wort. Kommissar Köster. Und wer ist das? Münchner Kripo, dem habe ich heute Mittag alles gesagt und nun Ende. Na? Machst du Überstunden? Ja. Hier ist die Unfallstelle. Und hier ist Miami, wo Wendisch im Hospital lag. Und in dieser Gegend wohnen überall Brüder von Frau Steinburger. Also die Lupos. Köster? Wie? Sohn und Tochter Steinburger wollen mich sprechen. Mutter! Peter! Moment, Herr Lupo. Wer sind diese Männer? Das sind meine Brüder. Ricardo und Guido. Aus Florida. Guten Abend, Madame. Guten Abend, Madame. Ja, guten Abend, aber... Das kann ich nicht zulassen. Wir sind keine Herberge. Na, hören Sie zu, ich wohne... Roberto. Wir sind die Brüder von der letzten Besitzerin dieses Hauses, Frau Paula Steinberger. Unsere arme Schwester, sie lebte nicht mehr, genau. Wir sind gekommen, aus Amerika hier zu geben, die letzte Ehre und zu trösten unsere Mama. Wollen Sie das verbieten, Madam? Herr Wendisch sagte wörtlich, Kommissar Köster, Münchner Kripo, dem habe ich heute Mittag alles gesagt, Ende. Damit meint er doch wohl, dass Sie uns informieren sollen. Also ich verstehe Herrn Wendisch nicht. Ich weiß nur, dass er gefährdet ist, wenn ich seine Aussage... Er hat mein Wort, dass ich das Protokoll erst am... Ja, jetzt habe ich eigentlich schon zu viel gesagt, Herr Steinburger. Wieso gefährdet? Also, wir tun ihm ganz bestimmt nichts. Wir wollen doch nur Gewissheit haben. Ja, ja, das verstehe ich. Wie gut kannten Sie die junge Frau Ihres Vaters? Paola? Sehr gut. Sie war ja jahrelang Sprechstundenhilfe bei meinem Vater. Ich mochte sie sehr gern. Und Sie, Herr Steinbauer? Ja, ja, ich mochte sie auch sehr gern. Na, endlich! Gott sei Dank, dass ihr da seid. Ich bin schon am Verzweifeln. Herr Köster, ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, nein, lassen Sie es mich präziser sagen, um Sie aufzufordern, mir zu sagen, was Herr Wendisch Ihnen anvertraut hat. Herr Köster, ich bin es meinen Klienten schuldig, es geht für Sie um ein Vermögen. Wenn Herr Wendisch seine Aussagen, die er vor der Polizei in Florida gemacht hat, Ihnen gegenüber auch nur in irgendeiner Form verändert hat, so kann das von größter Wichtigkeit sein. Es tut mir leid, Herr Doktor. Kommen Sie am Montagnachmittag. Das ist zu spät. Heute um 16 Uhr findet die letzte Besprechung im Beisein der Familie zwischen den Rechtsberatern statt. Da können Sie den Termin nicht ein paar Tage verschieben. Das ist ausgeschlossen. Mein Kollege Zanotti, der die Familie Lupo vertritt, fliegt morgen für 2 Monate nach Südamerika. Er hat nicht das geringste Interesse daran, diese ganze Angelegenheit auch nur um eine Stunde zu verschieben. Und deshalb wollte ich Sie bitten. Ich kann das nicht, Herr Doktor. Ich habe mein Wort gegeben. Können Sie Leben und Gesundheit von dem Zeugen Wendisch garantieren?
Wenn was passiert? Wo ist denn dieser Termin um 16 Uhr? Im Hause von Dr. Steinburger. Herr Wendisch. Herr Wendisch, hier ist Köster. Guten Tag. Grüß Gott. Sagen Sie, ist der Herr Wendisch nicht da? Nein, der ist nicht da. Der ist in Amerika. Ach, drum hört er mich nicht. Zwei Särge aus Florida. Herr Wendisch, Sie sind schon da, vor Ihrer Tür steht worden. Was machen Sie denn? Ach, da sind Sie ja, Herr Wendisch. Ich wollte Sie mal sprechen. Das ist sehr dringend, ja. Nie wieder fahre ich mit irgendjemandem mit. In keinem Land der Erde. Da haben Sie recht. Kommen Sie. Früher habe ich nicht mal abgeschlossen. Was gibt's? Also, Herr Wendisch, ich stehe natürlich zu unserer Abmachung. Aber wie die Dinge jetzt laufen, wäre es dringend erforderlich, dass Sie die eidesstattliche Aussage... Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben das Protokoll schon aus der Hand gegeben. Nein, das habe ich nicht. Deswegen bin ich ja hier. Verstehe schon. Sie wollen meine Einwilligung? Damit ich nachher selber schuld bin, wenn was passiert. Also ich gebe natürlich Polizeischutz bis Montag. Außerdem haben Sie die Dinge selber ins Rollen gebracht. Warum haben Sie die Steinburgers zu mir geschickt? Na schön. Was soll ich tun? Die Wahrheit heute schon sagen. Ich kann nur hoffen, dass wir trotz der Probleme, die durch den unvorhersehbaren plötzlichen Tod beider Ehepartner entstanden sind, zu einer vernünftigen Lösung kommen. Eine berechtigte Hoffnung, Herr Kollege. Ich sage das auch im Namen der Familie Lupo, zumal das Problem, von dem Sie sprechen, in gar keiner Weise existiert. Ich habe hier zwei amtliche Totenscheine, beglaubigt durch die Polizei des Staates Florida. Aus ihnen geht hervor, dass Frau Paola Steinburger, geborene Lupo, ihren Ehemann Dr. Oskar Steinburger, nach einem Autounfall um 3 Stunden überlebt hat. Ist uns bekannt. Diese Feststellung basiert einzig und allein auf den Aussagen eines Herrn Wendisch. Ja, dagegen ist ja nichts einzuwenden, Herr Kollege. Demnach ist also Frau Paola Steinburger die rechtmäßige Erbin nach dem Testament ihres Gatten Dr. Oskar Steinburger. Sie hat dieses Erbe vor ihrem Tode rechtmäßig angetreten und hat ihrerseits durch ihren Tod dieses Vermögen rechtmäßig ihrer Familie vermacht. Also gut, wie besprochen. Polizeischutz bis Montag. Brauche ich nicht, vielen Dank. Doch, doch, Herr Wendisch. Unser Kollege Brenner wird sich bei Ihnen einquartieren. Kommt nicht in Frage. Na gut, dann wird er vorm Haus im Auto warten. Ich will keinen Polizeischutz. Weder in meiner Wohnung noch vor der Tür. Warum eigentlich nicht? Weil sowas die Gefahr erst richtig anzieht. Außerdem habe ich umgebucht. Ich fliege schon morgen und nicht erst am Montag. Na gut, Sie sollen Ihren Willen haben, aber auf Ihre Verantwortung. Guten Tag, Herr Steinburger. Grüß Gott, das ist Ihr ganzes Aufgebot. Ist der Herr Dr. Bertram da? Ja, einen Augenblick. Kommen Sie rein. Ja. Ich muss aber nicht die ganze Geschichte normal runterbeten. Aber nein, Herr Wendisch, das liegt ja alles schriftlich vor hier. Kommt sofort. Sagen Sie, wer von der Familie Lupo ist denn da? Das ist Frau Lupo, natürlich Ihr Sohn Roberto. Dann sind noch 2 Söhne aus den USA gekommen, Guido Lupo. Nein, da gehe ich nicht rein. Das können Sie von mir nicht verlangen. Das sind am Ende die, die mich in Amerika... Nein, nein. Herr Köster. Guten Tag, Herr Dr. Bertram. Darf ich Sie mit Herrn Wendisch bekannt machen? Oh, sehr erfreut. Herr Wendisch hat das Protokoll freigegeben. Sie können das sofort verlesen. Ja, bitte, meine Herren, kommen Sie. Also, ich würde lieber draußen bleiben. Also, wir sollten Herrn Wendisch den Gefallen tun und nur, wenn seine Anwesenheit unbedingt erforderlich ist. Ja, gut, wie Sie wollen. Ja. Gerd, bleib du bitte bei Herrn Wendisch. Ja. Ich möchte die Herrschaften gern mal sehen, ja? Ja. Danke. Das Verrückte ist, die Steinburgers, ich meine das Ehepaar, das waren ganz besonders nette Leute. Aber das hat ja alles nichts damit zu tun, was dann passierte.
Kommen Sie doch! Roberto! Roberto! Pass auf! Herr. Oh, meine Herren, das ist doch keine Angelegenheit! Wie geht's denn nun weiter in Starnberg? Bleiben die da wirklich alle in dem Irrenhaus wohnen? Naja, das entscheidet der Nachlassrichter, bezweifellos zugunsten der beiden Steinburger Kinder. Also, ich werde mich dann verabschieden. Nee, auf Wiedersehen sage ich nicht, höchstens leben Sie wohl. Leben Sie auch wohl, Herr Wendisch. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, den jetzt alleine zu lassen. Ich werde heute Nacht noch mal nach ihm sehen. Soll ich nicht mitkommen? Nee, lass mal, ich mach das schon alleine. Sie ein Glas? Ja, gern. Bitte. Auf Ihre Erbschaft. Ihre Reise. Waren Sie zufrieden mit meiner Darbietung? Mhm. Sie waren sehr gut. In der Schule hatten wir eine Theatergruppe. Da lernt man was fürs Leben. Was ist mit dem Geld? Stimmt. Na, zufrieden? Ja. Morgen geht's ab gen Süden. Bis zur Beerdigung kann ich leider nicht warten. Es tut mir leid, aber diese Lupo-Sippe macht mir doch allmählich Angst. So, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Herr Wendisch. Schöne Reise. Sie doch auf, hier ist Köster. Der Schlüssel, der steckt. Sperren Sie auf. Ein Moment. Ein Hubs gleich. Ja, aber. Aber ist das von innen zugesperrt? Nein, nur ein Schnapp. Der hat was dagegen gestellt. Ja, helfen Sie mir doch. Gut, ja. Oh Gott. Haben Sie Telefon? Ja. Kommen Sie, kommen Sie. Wir bitten die späte Störung zu entschuldigen. Guten Abend. Was gibt's?
Ist Herr Roberto Lupo da? Ich habe keine Ahnung, da müssen Sie Frau Lupo fragen. Würden Sie bitte freundlich. Frau Lupo, es ist Besuch für Sie da. Ja. Ist etwas passiert? Herr Wendisch ist tot. Wer? Der Augenzeuge. Ermordet in seiner Wohnung. Ricardo? Frau Lupo? Ja, bitte, was ist? Wir suchen Herrn Roberto Lupo. Der ist nicht da. Es ist 2:30 und diese Zeit hat mein Sohn Roberto noch in seinem Büro zu tun. Da war er leider nicht. Er ist verschwunden. Wenn ich Sie erlaube, ich komme mit ans Telefon meinem Bruder Roberto. Ich bin mir sicher, wir können leichter mit dem Kommissar unsere, wie sagte man, unsere Missverständnisse ausräumen. Einverstanden. Nur noch was anziehen, 5 Minuten. Herr Köster bittet Sie alle morgen früh in sein Büro, um 8.30 Uhr. Die Familie Lupo? Nein, nein, alle Mitglieder beider Familien, auch die Familie Steinburger. Wir sind hier fertig. Können Sie schon was sagen, Herr Löwinger? In groben Zügen ja. Tatwaffe, zweifellos die Weinflasche. Am unteren Rand waren Haare, Blut, Kopfhautpartikel. Ein einziger wuchtiger Schlag. Und zwar nicht als Keule oder Hammer, sondern so von oben mit beiden Händen runtergestampft. Ja, und das Opfer, das hat sich vielleicht vorgebeugt. Wollte vielleicht was vom Boden aufheben. Habt ihr Fingerabdrücke? Alles sauber abgewischt. Glas, Flasche, sogar die Türklinke draußen. Also ein einziger Schlag, der war tödlich. Tödlich schon, aber nicht sofort. Aber das kann eher Ihnen besser sein. Ja, nach dem Schlag lag er zunächst hier, mindestens 1 Stunde, höchstens 2. Danach ist er zur Wohnungstür gekrochen und da war Endstation. Wann war er exzessiv? Zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Morgen kann ich Ihnen genaueres sagen. Können Sie auch morgen genauer sagen. Gut. Wann darf ich Sie morgen anrufen? Es geht nicht vor 9. Gute Nacht. Nein. Moment, Herr Löwinger. Ja? Er muss das jetzt alles ins Labor. Was hätten Sie denn gern? Auch die Zeitung mit dem Ding da, wenn es geht, ja? Bitte. Darf ich das? Ja, kann man verantworten? Na, was ist? Habt ihr ihn? Roberto Lupo ist spurlos verschwunden. Für ihn ist sein Bruder Herr Ricardo Lupo mitgekommen. Mein Bruder Roberto, ich kann ihn erreichen, jederzeit per Telefon. Er ist eine labile Junge, er ist keine gute Geschäftsmann. Er hat die Schulden bei den Leuten hier, die wenige Spaß verstehen. Moment, wie viel Schulden hat er? Fast 40.000 Dollar. Wir Brüder können ihm auch nicht helfen. Wir sind ja selber erst dabei, uns hochzuarbeiten in die Vereinigten Staaten. Aber die Mutter hätte ihm doch das Geld gegeben, nicht? Ja, sicher. Mama hätte ihm das Geld gegeben, nach der Erbschaft. Seine Gläubiger wusste davon und war auch bereit, ein paar Wochen zu warten, aber dann... Aber dann kam ihm der Zeuge Wendisch mit seinem eidesstattlichen Widerruf in die Quere, nicht? Dieser Widerruf ist eine gekaufte Schwindel. Mama mia! Da will eine anständige italienische Familie eine Mafia-Bande umfälschen. Und wenn Sie sich ehrlich fragen, wem diese Lüge nutzte, dann wissen Sie auch, wer sie erfunden hat. Mein Bruder ist in Milano, seit 21 Uhr. Er ist abgeflogen um 18.50 Uhr. Er ist befreundet, um sich Geld abzutreiben. Seine Wagen steht am Flugplatz. Gut, Mr. Lupo, wir werden das alles nachprüfen. Steinburger, ich brauche noch mal Ihre Hilfe. Würden Sie in mein Büro? Herr Kommissar! Ja? Ich bin hier. Na ja, Herr Lupo. Wir sehen uns später, ja? Ja. Guten Tag, Frau Jordan. Das ist nett, dass Sie gekommen sind gleich, ja? Ja. Kommen Sie, wir gehen hier mal rein. Ja. Ja, das war der Herr. Bitte? Er hat mir vorgestern früh um 9 einen Brief an diesen Herrn Wendisch übergeben. Entschuldigen Sie, ist doch lächerlich. Ist doch eine Verwechslung.
Nein, das ist keine Verwechslung. Nein, nein, das ist keine Verwechslung. Sie sind der Herr gewesen und Sie haben dem Fräulein den Brief gegeben und Herrn Wendisch ausrufen lassen. Sie wussten zwar, mit welcher Maschine er ankommt, aber Sie wussten nicht, wie er aussieht. Und da Sie ihn dringend sprechen wollten, haben Sie... Warum wollte ich ihn dringend sprechen? Um ihm ein Geschäft vorzuschlagen. Um den einzigen Zeugen des Autounfalls an der Sieben-Meilen-Brücke umzudrehen. Und das ist Ihnen ja auch gelungen. Dankeschön, Frau Jordan, das war alles. Ja, ja. Wiedersehen. Ja, Herr Steinburger, so ist es. Also Sie behaupten, ich hätte einen Zeugen gekauft. Sehe ich wirklich so habgierig aus? Ach, wissen Sie, Herr Steinburger, wie man aussieht? Also die meisten Leute, die zu mir kommen müssen, die sehen ganz harmlos aus. Aber ich muss einen Mord aufklären. Und da geht's nur um Beweise. Haben Sie welche? Ja, es werden immer mehr. Herr Köster, Sie blöffen doch. Sie sollten lieber mal Ihren Anwalt anrufen. Ich brauche keinen. Ich habe nämlich ein reines Gewissen. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Was für einen Wagen fahren Sie denn jetzt? Einen Käfer. Warum haben Sie den großen verkauft? Sparsamkeitsgründe. Was haben Sie für den bekommen? 14.000. Scheck? Nee, in bar. Was hat der Käfer gekostet? 2. Ah, und die 12 haben Sie noch? Ja, die, also, ungefähr. Ich habe noch ein paar Ausgaben gehabt, aber... Über 10? Ja. Ah, die haben Sie noch? Ja, die habe ich noch. Das hatte der Tod in seiner Hemdentasche. 2x 5.000 Mark in 50 Banknoten nach 100 D-Mark. Da ist der Stempel der Bankfiliale, die Unterschrift des Kassierers und das Datum von vorgestern. Von der Bankfiliale bin ich dann zu Ihrem Autohändler gegangen. Was sagen Sie jetzt? Sie sollen mal... Ich möchte ein Geständnis erbringen. Na, sehen Sie. Stimmt, ich habe diesen Zeugen gekauft. Ich habe auch die Sache mit der Telefonzelle gemacht. Aber mit dem Tod von Herrn Wendisch habe ich nichts zu tun. Das sagten Sie schon. Also, Gerd, jetzt schreiben wir das mal ins Reine, ja? Der Herr Steinburger will ein Geständnis ablegen. Wo der Junge nur bleibt. Am Telefon hat er gesagt, es wird wohl etwas länger dauern. Das war vor 4 Stunden. Ich möchte bloß wissen, warum die da oben so still sind. Herr Steinburger, würden Sie uns den letzten Absatz noch mal vorlesen? Ich habe mich von Herrn Jochen Wendisch, der mir bei meinem versuchten Erbschaftsbetrug geholfen hat, nach Übergabe der vereinbarten D-Mark 10.000 in Frieden und Freundschaft verabschiedet. Im Treppenhaus bin ich niemandem begegnet, auch vor dem Haustür und auf der Straße ist mir keine verdächtige Person aufgefallen. Gelesen und für richtig befunden, Peter Steinburger. Gut? Gut. So, dann muss ich noch mal auf das Honorar zurückkommen. Sie sagten doch zuerst, Sie hätten die 10.000 Mark noch zu Hause. Ja, das war natürlich eine Notlüge. Die hat dieser Wendisch gehabt. Ach, eine Notlüge, das hört sich schon besser an. Wollen Sie in absehbarer Zeit verreisen? Nein. Es ist nämlich so, ich habe einen Durchsuchungsbefehl beantragt und es kann sein, dass wir den heute noch bekommen. Und da interessiert mich vor allem der obere Stock Ihres Hauses. Gibt es da Möglichkeiten, etwas so prima zu verstecken? Sie meinen die 10.000 Mark? Ja, was denn sonst? Die hat der Täter doch mitgenommen. Die lagen ja griffbereit bei Herrn Wendisch auf dem Küchentisch. Nicht? Ja, das wär's denn. Also, Wiederschauen, Herr Steinburger. Warst du denn die ganzen 12 Stunden bei der Polizei? Mhm, ja. Uns haben sie schon mittags heimgeschickt. Und die Lupus? Die Lupus auch. Sind die oben? Bis 3:45 habe ich noch ihre Stimmen gehört, dann war alles still.
Du siehst schlecht aus, Peter. Ja? 12 Stunden bei der Polizei? Wirklich? Ich verstehe. Hast du nicht zu Abend gegessen? Mhm. Seit dem Frühstück nichts mehr. Mach dir schnell etwas. Hast du ein Schnitzel? Oder Eier mit Schinken? Ach nee, mach mir was Richtiges, ja? Warum sagst du denn nichts? Ich helfe dir, Tante Lotte. Geh noch mal in die frische Luft, ja? Guten Abend, Herr Steinburger. Was machen Sie denn im Wagen von Herrn Lupo? Herr Steinburger, Sie wissen um die wohltuende Wirkung einer Beichte. Wohltuend für wen? Für den armen Sünder oder für den Beichtvater? Ja, ich würde sagen, für beide. Ich halte Sie nicht für einen Mörder. Was hier gestern Abend passiert ist, es war eruptiv. Ein Ausbruch. Ohne Vorwarnung. Ja. Ohne Vorwarnung. Ich kann das immer noch nicht begreifen. Also hier am Tisch haben Sie ihm das Geld übergeben? Nein. Das war ganz genau hier. Stimmt. Na, zufrieden? Ja. Morgen geht's ab gen Süden.
Bis zur Beerdigung kann ich leider nicht warten. Es tut mir leid, aber diese Lupo-Sippe macht mir doch allmählich Angst. So, ich muss jetzt los. Vielen Dank, Herr Wendisch. Und schöne Reise. Wie fühlt man sich denn so als Millionär? Millionär? Das ist ja wohl ein bisschen reichlich übertrieben. Ich musste meinen Wagen verkaufen, um sie zu bezahlen. Mir kommen die Tränen. Was soll die Heuchelei? Heuchelei, ah ja. Sagen Sie, sind Sie nicht ein bisschen undankbar, Herr Wendisch? Sie kassieren hier 10 Riesen für ein bisschen Komödie? Ich hatte ja keine Ahnung, dass es um 6 Millionen geht. 6 Millionen? Wer hat Ihnen denn das erzählt? Sie sind doch total verrückt. Verrückt? Verrückt bin ich gewesen vorgestern am Flughafen, als ich mich mit Ihnen eingelassen habe. Aber jetzt kommen Sie. Hier steht es schwarz auf weiß. Gold aus dritten Zähnen. Wer kriegt die Millionen? Na, die Millionen? Na los, lesen Sie. Das kenne ich doch. Wenn Sie alles glauben, was Sie in der Zeitung lesen, dann können Sie mir leid tun. Leid tun. Ich Ihnen. Vielleicht tun Sie sich eines Tages selber leid. Was glauben Sie wohl, was mir die Familie Lupo zahlt, wenn ich das umgedrehte Protokoll nochmal umdrehe? 10% mindestens. Und außerdem hätte das den moralischen Vorteil, ich sage die Wahrheit. Jedenfalls mehr als diese lächerlichen 10.000 hier. Ich kann sonst keiner Fliege was zuleide tun. Ich verstehe das alles nicht. Ihr Verteidiger wird sagen, es war Totschlag. Ich hoffe für Sie, dass der Richter das auch so sieht. Kämmerer?